Aber wir brauchen kein sweetes Licht, wir brauchen hartes Licht. Härteres. Was? Das härteste Licht. Was uns von vorne schön in die Augen strahlt, ja. Das brauchen wir. Oh, hartes. Was uns die Augen ausbrennt. Herrlich, so sprich jetzt mit dem Quatsch. Ja. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit einem besonderen Thema und zwar den Feldmützen. Und dazu wird Peter uns jetzt alles erzählen. Die wurde ja 1907 eingeführt, zusammen mit der feldgrauen Uniform. Und im Gegensatz zu den Friedensuniformen, dem blauen oder dem bunten Rock, hatten die für Mannschaften und Unteroffiziere keine Schirme. Also das Krätzchen, so wie man es kennt, hatte keinen Schirm. Und so wurde es eben auch eingeführt. Und vorher war das ja so, dass die Unteroffiziere und auch die Mannschaften auch Schirmmützen besaßen. Aber beim bunten Rock gab es ja auch schon diese Mützenformen. Genau, genau. Genau, weil kurz Krätzchen, warum nennt man das Krätzchen? Ein Krätz ist quasi ein altdeutsches Wort für einen Korb. Und so wurde dann damals, diese Tellermützen sind schon sehr, sehr lange im Gebrauch. Bei diversen Armeen wurde diese Mütze dann umgangssprachlich im deutschen Raum als Krätzchen bezeichnet. Genau, weil es eben aussieht wie ein Korb. Richtig. Ja, weil die Tellermütze ist ja schon eher ein bisschen anders. Die sieht ja aus wie ein Teller. Genau, also es ist eine abgeleitete Version von der Tellermütze. Genau. Ja, aber vorher wurden ja auch Mannschaften auch die Ausgehschirmmützen sozusagen ausgegeben, offiziell. So, und ab da hat man eben diese Mützen eingeführt, mit der Option, dass Unteroffiziere sich Schirmmützen privat beschaffen mussten, auf eigene Kosten. Ja. Also ausgegeben wurde es nicht mehr. So ein Modell haben wir zum Beispiel hier. Das ist eine privat beschaffte Unteroffiziersmütze, die sehr stark angelehnt ist an dem normalen Feldmützenmodell. Also sie ist nicht versteift, sie ist weich an den Seiten, fällt dementsprechend und hat vorne auch keinen Lederschirm mehr, sondern das ist hier schon aus Fieber. Vulkanfieber. Vulkanfieber, der Schirm. Und das ist quasi eine spätere privat beschaffte Ausführung. Genau. An sich ist es eigentlich ein Krätzchen mit Schirm drin. Ja, die sahen nochmal ein bisschen anders aus. Da blenden wir hier ein Bild ein. Es gab nämlich nochmal extra Krätzchen mit Lederschirm. Das waren dann die Dienstmützen. Genau. Ja. Und dieser Lederschirm wurde dann aufgrund der Lederknappheit während des Ersten Weltkriegs verboten. Genau. Also ne, das waren dann Truppen wie Sanitätskompanien und auch Logistiker, die keine Pickelhauben oder andere Chakos oder Lederhelme getragen haben. Die haben dann die Dienstmützen bekommen. Ne, das waren dann Krätzchen mit Schirm. So. Und die witzigerweise hat selbst das Kriegsministerium 1913 schon gesagt, an diese Scheißdinger müssen Schirme dran. Mhm. Weil erstens schützt das die Augen des Soldaten, zweitens sieht es besser aus und drittens schützt es auch den Stoff, weil die Männer damals mit schützigen Händen oft immer nur am Stoff anfassen mussten. Ja, und man hat schon gesagt, es müssen unbedingt Schirme her, aber die wurden nie eingeführt offiziell. Zumindest nicht für Mannschaften und Gefreite. Ja. So, weil selbst bei der Neuuniformierung 1915, wo dann eben der Einheitsrock reinkam, selbst da blieben die Mützen offiziell die ausgegebenen für Gefreite und für Mannschafter so ohne Schirm. Selbst die Einheitsmützen, die dann eingeführt wurden, blieben ohne Schirm. Es gab aber die Möglichkeit, sich die privat zu beschaffen. Ja. So, auch für Gemeine und Gefreite dann. So. Genau. Und 1915, im zweiten Kriegsjahr, kamen dann zum ersten Mal richtig in den vordersten Linien die Mützenverdeckbänder auf. Genau. Bevor wir zu den Mützenverdeckbändern kommen, müssen wir gleich noch was zu den Farben sagen. Weil diese Feldmützen haben auch mit dieser Farbkodierung hier zum Beispiel die Waffengattung oder teilweise, ja, die haben die Waffengattung angesagt. Na, das war da zum Beispiel jetzt rot für die Infanterie, schwarz mit rotem Vorstoß waren dann für technische Truppen, sprich Artillerie, Pioniere. Dann gab es blau für den Tran, also für Versorgungstruppen. Und dann kamen natürlich noch die ganzen unterschiedlichen Farben für die Husaren, für die ganzen Kürassierregimenter. Die hatten das dann jeweils in den Farben. Bei den Kürassieren war das dann auch zum Beispiel so, die hatten dann je nach Regiment ihre Regimentsfarbe. Und dann oben der Vorstoß war dann weiß für die Kürassiere. Quasi um an den Koller
der Kürassiere zu erinnern. Also es war quasi ein Traditionserhalt. Ja, und die weiße Mütze, die hatten ja vorher eine ganz weiße Mütze. Die hatten vorher eine ganz weiße Mütze, ja. Genau. Die wurde auch teilweise noch getragen von Offizieren, aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Da reden wir irgendwann mal über Kürassiere. Genau, deswegen gibt es diese Mütze in vielen verschiedenen Farben. Und weil diese Farben logischerweise dann auch sehr auffällig waren, hat man dann angefangen, die vorhin angesprochenen Mützenverdeckbänder einzuführen. Also es gab natürlich die gelieferten Mützenverdeckbänder, die hatten dann hier vorne ein Knopfloch, wo man die Kokarde einstecken konnte und hinten ein Zugband, um das festzumachen. Dann gab es selbstgemachte Mützenverdeckbänder, auch in allen möglichen Farben, nur halt nicht auffällig. Also die gab es in Braun, die gab es in Weiß, die gab es in Feldgrau, in Grau. Einige Soldaten haben sich auch Streifen von Wickelgamaschen oder vom Mantel abgeschnitten, um dann da dieses rote Tuch an dieser Feldmütze abzudecken. Teilweise gab es dann auch Leute, die haben sich unten die Kokarde abgedeckt mit einem Mützenverdeckband und haben dann noch einen Flicken vorne auf die Reißkokarde genäht, um das auch noch zusätzlich abzudecken. Also es wurde sehr viel unternommen, um diese Farbe, also um die Farbe der Mütze zu verschleiern. Und das Ganze führte dann so weit, dass man dann im Kriegsjahr 1917 angefangen hat, dass die Einheitsfeldmütze einzuführen. Genau. Die war dann angelehnt an die Einheitsbluse und hatte dann, wie hier gut zu sehen ist, auch dann die Vorstöße und unten den Besatz auch in Reseda-grünem Tuch. Einzige Ausnahme hier war wieder Bayern. Die hatten die Vorstöße beibehalten, aber in Feldgrau, genauso wie den Besatztuchstreifen hier unten, der war dann auch in Feldgrau gehalten. Das heißt, die bayerischen Truppen hatten dann eine Feldmütze, die dann komplett feldgrau war. Genau. Und der Grund, warum das eingeführt wurde, war in erster Linie, weil die Mützenverdeckbänder irgendwann nicht mehr so schnell beschafft werden konnten, aus Materialmangel. Die kamen halt nicht mehr hinterher und haben sie sich gedacht, gut, machen wir solche Einheitsmützen, dann müssen wir eben keine Verdeckbänder mehr liefern. Genau. Diese Mütze ist interessanterweise dann auch nach dem Ersten Weltkrieg verschwunden. Mhm. Das wurde dann ja abgelöst in der Wehrmacht dann durch das Schiffchen. Ja. Was dann kam, und das war dann so ziemlich das Ende dieses Mützenmodells. Es ist auch nie wiedergekommen in irgendeiner Form. Also die Feldmützen des Ersten Weltkrieges sind nicht einzigartig in diesem Sinne, aber ich finde, ein sehr signifikanter Bestandteil der Uniformierung der deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg. Weil es sich halt auch so durchzieht, durch alle Mannschafts- und Unteroffiziersdienstgrade in allen Regimentern und Waffengattungen. Mhm. Genau. Naja, und dann ne, die selbstbeschafften Offiziers- oder Unteroffiziersmützen, die durften sich ja dann schon nicht mehr Leder beschaffen. Die mussten das dann aus dem Vulkanfieber oder aus Pappe machen, also die Schirme vorne an der Mütze. Das war dann offiziell vom Kriegsministerium halt untersagt worden. Und die vorhin schon angesprochenen Sanitäterkompanien, die diese Mützen als Dienstmütze hatten oder als Hauptkopfbedeckung, weil das ist ja eigentlich keine Hauptkopfbedeckung. Ne, das ist ja die Mütze, wenn man nicht im Kampf ist, sondern irgendwo in der Stellung liegt oder so. Das ist so die... Die Feldmütze halt. Ja, eine Feldmütze eben, genau. Ne, normalerweise trägt man ja dann eben den Helm auf dem Kopf. So, und die Truppen, die eben diese Dienstmütze hatten, die mussten diese dann wieder abgeben. Aber auch erst ganz spät, im Oktober 1918, hat man dann gesagt, dass die diese Mützen abgeben mussten, eben wegen dem Schirm vorne. Da wurde dann der Schirm abgemacht und diese Mützen als Krätzchen weiter verarbeitet sozusagen. Mhm. Und diese Truppen, die normalerweise hätten, die haben dann die Chakos und die Pickelhauben bekommen, die jetzt durch den Stahlhelm abgelöst wurden. Ja. Na, also alles wurde, die wurden alle eingesammelt, die Dienstmützen, und dann in Krätzchen verwandelt. Und die Pickelhauben, die jetzt nicht mehr gebraucht wurden, wurden eben da ausgegeben. Genau. Aber auch erst, wie gesagt, im Oktober 1918, also eigentlich kurz vor Kriegsende. Ja. Genau. Ein weiteres interessantes Thema im Bereich Feldmütze sind die Kokarden. Ja. Kokarden, das ist ein sehr umfangreiches Thema.
Hier lässt sich dazu sagen, dass die Kokarde, die auf jeder Feldmütze zu finden ist, ist immer die Reichskokarde, die natürlich die Farben des Deutschen Reiches zeigt, die schwarz-weiß-rot sind. Ja. Und unten drunter findet man dann immer die Landeskokarde. Genau. Von der Landeskokarde gab es 25 unterschiedliche. Es war dann so ein bisschen aufgeteilt in die Bundesstaaten, die dort mit eingeteilt waren. Das waren dann zum Beispiel Preußen, Sachsen, Bayern, Baden und so weiter. Alles, ja. Genau. Dann gab es natürlich noch Großherzogtümer, die jeweils eigene Kokarden hatten. Dann gab es Fürstentümer, die eigene Kokarden hatten. Und dann gab es natürlich noch die zwei Hansestädte, die wir zum Beispiel darstellen, die auch eigene Kokarden hatten. Das waren die beiden Hansestädte Hamburg und Lübeck. Bremen, auch eine Hansestadt, hatte aber dann dieses Hanseatenkreuz nicht. Die waren dann einfach nur weiß-rot-weiß, so wie auch Hessen. Was natürlich auch ein bisschen zu Verwirrung führt. Wir werden euch dementsprechend hier mal eine Übersicht über alle Kokarden, die uns bekannt sind, einblenden. Und da werdet ihr sehen, dass es da eine sehr bunte Vielfalt an Kokarden gab. Genau, manche eben auch doppelt, ne? So wie Mecklenburg-Strelitz und Mecklenburg-Schwerin, die haben ja, eben die gleichen. Aber ja, die meisten haben unterschiedliche gehabt. Und das ist halt auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Es ist von einigen Leuten auch ein sehr beliebtes Sammelgebiet. Ja. Kokarden, weil dieses Kokardenmuster, die Kokarden gab es natürlich dann in diversen Ausführungen. Es gab dann zum einen die Kokarden und die Rosetten für die Pickelhaube, die ja dann genauso wie an der Dienstmütze dann seitlich an der Pickelhaube angebracht waren. Ja. Dann gab es natürlich noch einmal eine spezielle Kokarde für die Schirmmütze, die dann in dem Fall zum Splinten war. Genau, die wurde nicht angenäht vorne, die hatte keine Löcher vorne. Genau, und dann gab es logischerweise auch noch die Offizierskokarden, so, also einmal für die Mütze, die dann auch nochmal ein bisschen ausgeprägter gearbeitet war. Die gab es dann sowohl für die Dienstmütze der Offiziere als dann auch für die Pickelhauben. Da waren dann auch nochmal spezielle Offizierskokarden dran. Ja, genau. Ja. Und diese Gesplinteten, die waren ja eigentlich für die Dienstmütze oder für die Schirmmütze, aber wurde ja auch eben für Krätzchen genutzt teilweise. Genau, also das, ich glaube, das allererste Originalkrätzchen in meinem Leben, was ich gesehen habe, das war damals, als wir bei Willi zu Besuch waren. Der hat ein sächsisches Krätzchen in der Hutgröße 55 und da sind die preußische Reichskokarde und die sächsische Landeskokarde drauf, aber als Splintkokarde. Ne, es kann man sich natürlich ausmalen, also entweder man hat es gemacht, weil es schick war, weil man die schicker fand. Sie war noch ein bisschen kleiner als die Kokarden zum Aufnähen. Also die Aufnähkokarden sind die mit Abstand größten. Ja. Ich glaube, die einzigen, die noch mal ein bisschen größer sind, das sind die Landwehrkokarden. Aber über Landwehr reden wir einfach nochmal in einem separaten Video, weil das auch ein sehr allumfassendes Thema ist. Die hatten sehr viele Abweichungen zur Norm. Genau. Und genau, und die Splintkokarde für die Dienstmütze, wie eben schon angesprochen, also die Schirmmütze, die waren ein bisschen kleiner und wurden dementsprechend auch an dieser Feldmütze angebracht. Genau. Ja, und dann gab es eben eigentlich, solche Kokarden gab es ja eigentlich an jedem Helm damals. Auch an den Chakos und Chapkas und überall waren die Landesfarben zu sehen. Das wurde dann auch erst mit dem Stahlhelm wurde das abgeschafft. Da war dann keine farbliche Landeszugehörigkeit mehr erkennbar. So wie bei unseren letzten Videos immer, kommt am Ende des Videos natürlich nochmal eine Kaufberatung, falls ihr eine Darstellung in diesem Zeitraum machen wollt, wo ihr vernünftige Feldmützen herbekommt. Das ist nämlich nicht ganz so einfach. Viele Feldmützen, die ihr einfach so im Internet kaufen könnt, sind eher viel zu weich und werden auch oft wie ein Barett getragen. Das ist an sich nicht falsch. Es gibt genug zeitgenössische Fotos, die zeigen, dass auch die Soldaten von früher dazu neigten, diese Mütze wie ein Barett zu tragen. Aber dann war die schon sehr gebraucht, damit die überhaupt zu weich wird. Typischer war halt eben wirklich eine steife Trageweise. So wie bei uns beiden. Da kann man halt immer schauen, wo kriegt man sowas am besten her. Also natürlich, am allerbesten habt ihr es zum Schluss, wenn ihr euch eine anfertigen lasst. Da wäre dann wieder das Bekleidungsamt 13 zu nennen, wobei
die Version, die Peter da trägt, das ist die von Schuster's. Genau. Und die von Schuster's hat auch einen sehr, sehr guten Schnitt und die sitzt auch gut. Und die hat auch diesen typischen Krätzchenstand, wie die Mützen dann stehen sollten. Die fallen irgendwann von der Leine ein, je öfter ihr die Mützen benutzt. Genau, aber das dauert. Also die habe ich ja schon über ein Jahr und auch öfter mal getragen und ich lagere die auch nicht auf irgendwelchen Ständen oder so. Ich schmeiß die auch irgendwo hin. So, richtig. Die fällt nicht so schnell ein wie andere. Und das ist auch wieder das Problem, dass auf vielen Fotos bei anderen Shops die Bilder so dargestellt sind wie hier. Und wenn du die dann kaufst, dann ist das eine, die so einfällt wie so eine Bäckermütze. So. Genau. Und das ist eben genau das, was man nicht haben möchte. Denn hier ist zum Beispiel das Problem, es gibt diese Modelle von Robert Lupstein. Das sind an sich von der Verarbeitung vom Material her keine schlechten Mützen. Aber euch wird auffallen, dass diese Mütze direkt zerfließt. Genau. Mal ab von den Kokarden, die da drauf sind. Das ist auch eine Mittel. Das ist eigentlich ist es ein Verbrechen. Aber also Kokarden ist genau dasselbe Problem. Wo vernünftige Kokarden für die Mütze herbekommen? Hier muss man auch sagen, je exotischer ihr das haben wollt, desto schwieriger wird es. Wenn ihr einfach eine Darstellung eines preußischen Soldaten macht, dann ist es eigentlich gut möglich, originale Kokarden zu bekommen, wenn man es bezahlen möchte. Also das schwankt auch krass, so eine Kokarde kostet zwischen 5 und 30 Euro. Ist halt eben die Frage, ob man das ausgeben möchte. Wir hatten jetzt mit unseren Kokarden mal wieder Glück. Ab und zu gibt es gute Angebote im Internet. Aber kauft nicht diese China-Kokarden. Es fällt halt einfach auf, dass die originale Kokarde einfach eine komplett andere Farbaufteilung hat als die reproduzierte. Es gibt auch gute reproduzierte Kokarden, die kommen da sehr nah ran. Ja, so wie die obere. Peter hat da zum Beispiel ein Modell. Wenn man das dann vergleicht, da kommt es farblich schon eher hin. Die sind nur leider in allen Shops, wo es die mal gab. Ich glaube, die gab es mal bei Nestorf. Die habe ich von Hessen Antik. Und Hessen Antik. Genau, das sind die zwei Shops, die man da nennen kann. Da ist nur das Problem, die sind zurzeit ausverkauft. Ja. Solltet ihr Kokarden im Internet sehen, dann schaut halt, ob ihr welche findet, die von der Farbaufteilung einigermaßen in die Richtung kommen. Es gibt auch Blanko-Kokarden, reproduziert, die könnt ihr selbst anmalen. Das ist auch eine Variante, gerade wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt Mecklenburg-Schwerin darstellen. Die haben eine knallbunte Kokarde. Ja. Ne, die ist, glaube ich, blau-rot-gelb. Ich glaube, ja. Irgendwie sowas in der Richtung. Und sowas zu bekommen, gerade von so kleinen Kontingenten, ne, wir reden hier wirklich von Regimentern, die hatten zwei Bataillone, wenn überhaupt, also sehr kleine Regimenter, da ist es natürlich schwierig, eine originale Kokarde zu bekommen. Ist nicht unmöglich, aber schwierig. Daher, mein Tipp ist, wenn es die Standardsachen sein sollen, seht zu, dass ihr eine vernünftige Repro bekommt oder kauft diese Blanko-Kokarden, die gibt es auf eBay. Und dann bekommt ihr halt wirklich einfach die Kokarde zum Aufnehmen für Mannschaften. Wichtig, die ist für Mannschaften. Wenn ihr eine Offiziersdarstellung macht, da wird es natürlich dann am Ende richtig wild. Da kann ich euch gar keine vernünftige Empfehlung aussprechen. Aber um bei der Mannschaftskokarde zu bleiben, die könnt ihr dann wirklich selber anmalen. Die könnt ihr vernünftig grundieren. Grundiert die schwarz im Idealfall, je nachdem welches Land ihr wählt. Und dann könnt ihr die mit entsprechenden... Im Idealfall nehmt Acrylfarbe, das ist, glaube ich, das Einfachste und das Günstigste. Könnt ihr die Kokarde dann in den Farben, in denen ihr sie benötigt, bemalen. Sollte euch das Video gefallen haben oder solltet ihr noch Fragen zu dem Thema haben, schreibt sie gerne unten in die Kommentare. Wir werden versuchen, alles zu beantworten. Wenn die Fragen so überhand nehmen, haben wir uns wahrscheinlich undeutlich ausgedrückt. Dann drehen wir halt einfach noch ein Video. Ja, da kennen wir nichts. Und dann hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat. Und in dem Sinne dann bis zum nächsten Mal.